Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal bewusst einen anderen Bildausschnitt gewählt. Ihr werdet gleich erfahren, wieso. Und zwar geht es um die Haare. Deswegen wollte ich auch, dass ihr etwas mehr von mir seht. Und ich hoffe, ich bin scharf, weil die Kamera etwas weiter weg ist. Und ich kann es im Display nicht sehen, weil ich jetzt meine Brille nicht anhabe. Deswegen sehe ich jetzt nicht, ob es richtig scharf ist oder nicht. Aber es müsste okay sein. Also ich hoffe es. Und ja, also es geht um die Fructis-Serie. Und zwar diese hier. Da habt ihr euch ja eine Review gewünscht. Und ja, bei mir hat das etwas länger gedauert. Ich habe die Produkte nicht selbst gekauft. Ich habe sie bekommen oder gewonnen. Und zwar war das bei so einer DM-Fructis-Aktion. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, klickt hier. Da verlinke ich euch das Video, wo ich euch erkläre, worum es geht. Ja. Und diese Aktion war schon im Juni gewesen. Und wir haben September. Das heißt, ich habe die Serie aber erst im Juli angefangen zu testen. Das heißt, circa 3 Monate. Und ja, ich muss zugeben, ich habe mich sehr schwer getan mit dieser Serie, sie zu testen. Also, ich habe heute meine Haare damit gewaschen, damit ihr seht, wie die Haare danach aussehen. Aber es ist wirklich schwierig, etwas dazu zu sagen. Und zwar, ihr solltet wissen, ich wasche meine Haare 2-mal die Woche. Ja, 2-mal die Woche. Ich föhne sie nicht, ich lasse sie an der Luft trocknen. Dadurch habe ich, wie ihr seht, hier so Wellen. Hinten mehr als vorne, keine Ahnung wieso. Und ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden mit diesem Shampoo. Aber kommen wir erstmal zu dem Guten. Das Gute ist der Preis. Die kosten, ich meine, um die 2,50 Euro pro Packung. Hier habe ich einmal das Shampoo, die Spülung. Ich habe das Shampoo nochmal, und zwar hier, das ist leer. Ich hatte nämlich noch eine zweite in den DM-Lieblingen drin gehabt. Also habe ich 2 Shampoos, eins ist leer. Dann war hier noch die Haarkur dabei. Plus diese Prachtauffüller-Serum, das war auch noch dabei. Und ja, fangen wir an mit dem Guten. Das ist auf jeden Fall der Geruch, der ist wirklich Hammer. Der ist richtig fruchtig, richtig intensiv, richtig angenehm. Hier sind, wie ich sehe, Granatapfelextrakt, aber für mich riecht das nicht so nach Granatapfel. Aber es riecht dennoch sehr gut. Dann die Verpackung natürlich, sie ist pink, sie ist ansprechend, also wirklich top. Ja, kommen wir nun zu dem Negativen. Die Anwendung war leicht, also das Haarshampoo schäumt sehr gut, also das schäumt sehr viel und sehr gut, also das finde ich auch gut, dass das schäumt. Und ja, also wichtig ist noch zu sagen, dass ich meine Haare komplett wasche, also nicht nur am Ansatz, sondern auch die Spitzen, also ich wasche sie komplett. Und dann habe ich die, entweder die Spülung benutzt oder diese, oder die Haarkur, die sieht so aus, von innen kann ich... Oh, die riecht super. Also so sieht die von innen aus. Und dann habe ich meine Haare ins Handtuch, also in diesen Turban eingewickelt. Ich habe das circa 10 Minuten so einwickeln lassen. Dann habe ich sie nur, also nicht ab, dann habe ich eigentlich nur, habe ich das Turban abgemacht. Und dann habe ich sie, entweder habe ich sie dann trocknen lassen und dann ausgekämmt. Wobei ich sagen muss, das soll ja gesünder für die Haare sein, weil die Haare ja im nassen Zustand abbrechen. Für mich war das scheiße. Ich habe das ein paar Mal gemacht, weil ich mit einer normalen Haarbürste gar nicht durchkam und mit dem Tangle-Teaser, als die Haare trocken waren, ging auch nicht so super gut durchzukommen. Und wenn ich nasse Haare habe, komme ich mit dem Tangle-Teaser sehr gut durch. Deswegen werde ich das auch nicht mehr machen, auch wenn es besser für die Haare ist. Als ich die Haare dann im Handtuch hatte und ich das Handtuch abgemacht habe, habe ich die dann ausgekämmt. Nee, erst habe ich das Handtuch abgemacht. So. Dann habe ich das hier reingetan, dieses Serum, genau in die Spitzen. Und davon habe ich, ein Pumpspray war zu wenig, 2 waren zu viel, 1,5 waren zu wenig. Also habe ich immer 2 Pumpstöße davon genommen. Und das ist jetzt, ich glaube, boah, ich sehe das gar nicht, doch hier ist es schon fast zur Hälfte leer. Habe ich das einmassiert und dann habe ich mir die Haare ausgekämmt. Und dann habe ich die an der Luft trocknen lassen. Ja, so habe ich das heute auch gemacht übrigens.
Und ja, und hier steht, wenn man das benutzt, soll man die Haare föhnen. Ich föhne meine Haare nicht. Aber um das zu testen, habe ich sie ein, zwei Mal geföhnt. Und dieses Produkt verspricht, die Längen sind üppiger und griffiger, spürbar geschmeidig. Habe ich nichts von festgestellt. Also, egal ob sie geföhnt sind oder nicht, nein, leider nicht. Also bei mir zumindest nicht. Ja. Und dann kommen wir zu den Negativen. Ich hatte sehr schnell einen fettigen Ansatz, als ich das benutzt hatte. Also ich benutze es ja immer noch, ne? So ist es nicht. Aber ich wechsle mich jetzt ab mit anderen Shampoos. Genau, also mein Ansatz war schneller fettig als sonst, weil ich wasche, wie gesagt, zweimal die Woche meine Haare. Und meine Spitzen waren extrem trocken. Momentan sind sie nicht mehr trocken, aber es muss nicht an dieser Serie liegen, dass meine Spitzen trocken waren. Es kann sein, weil ich in der Zeit auch das von Schaumer benutzt habe. Das ist ein Cream and Oil Anti-Spliss Haarspitzenfluid. Das habe ich benutzt und eigentlich dachte ich, das wäre gegen Spliss. Aber als ich das benutzt hatte, hatte ich Spliss und trockene Spitzen und ach, keine Ahnung. Ich bin froh, dass das leer ist. Das ist wirklich, also bei mir hat das nicht funktioniert, bei mir hat das das Gegenteil bewirkt und dieses Produkt, ich bin froh, dass es leer ist. Ich werde es mir nie wieder kaufen, weil es so schlecht war. Es hat mein Haar eher geschädigt, als dass es ihnen geholfen hat. Ja, aber eigentlich geht es ja nicht darum, sondern um die Fructis-Serie. Ja, und auf jeden Fall hatte ich trockene Spitzen und alles. Und das war richtig extrem. Und ja, mittlerweile geht es. Ich benutze da jetzt momentan so ein anderes für die Spitzen. Das ist, welches ist denn das? Dieses eine von Claudia Schiffer benutze ich. Ich bin noch am Testen, ganz zufrieden bin ich auch nicht, aber definitiv ist das besser als das von Schaumer. Und ja, also ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden, weil, wie soll ich das erklären? Im Gesamtpaket ist das nichts für meine Haare. Also wenn ihr das testen möchtet, macht das gerne, vielleicht hilft das euren Haaren, weil meine Haare sind momentan halt etwas problematisch. Und ich vermisse es, dass meine Haare so sind, wie sie mal waren. Da hatte ich auch andere Produkte benutzt. Die muss ich auch wieder anfangen zu benutzen. Problem ist, ich habe momentan so viele Drogerieprodukte, die ich aufbrauchen möchte. Und ja, deswegen kann ich mich auch eigentlich nicht beschweren, wenn ich die Drogerieprodukte jetzt aufbrauche. Aber danach benutze ich wieder das, was ich sonst immer benutzt habe. Und dann hoffe ich, dass meine Haare wieder so schön sind, wie sie vorher waren. Weil das vermisse ich wirklich sehr. Also das war's jetzt zu diesen Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch eine Review geben. Also ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Produkten, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Dann versuche ich sie euch zu beantworten. Oder wenn ich was vergessen habe oder so. Ich weiß es nicht. Oder keine Ahnung. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!